Sie waren eine erfolgreiche Unternehmerin, haben 20 Millionen Euro Bargeld und 10 Millionen Euro eine schöne Villa in München, also 30 Millionen Gesamtvermögen. Und das möchten Sie nur auf Ihren Mann oder auf Ihre Kinder übertragen, ohne Schenkungssteuer und ohne Erbschaftssteuer. Und wir besprechen heute eine super einfache Gestaltung, die fast jeder in Deutschland nutzen kann. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften und natürlich betreuen wir auch die Gesellschafter dahinter. Und heute habe ich wieder Dr. Stefan Königer zu Gast bei mir hier in Köln als Interviewgast. Herr Dr. Königer ist Steuerberater, Diplomkaufmann und hat sich auf das Thema Unternehmens- und Vermögensnachfolge spezialisiert. Seine Kanzlei ist in Stuttgart. Und ja, wir haben bereits ein Video gemacht, wir machen mehrere Videos. Bitte abonnieren Sie einmal den Kanal, aktivieren Sie die Glocke hier unterhalb des Videos, weil dann verpassen Sie auch die nächsten Videos mit Herrn Dr. Stefan Königer nicht mehr. Wir sind eben zum Entschluss gekommen, dass die Erbschaftssteuer eine dumme Steuer ist. Absolut. Absolut, ne? Weil da kann man so viel gestalten im Voraus, damit man keine Erbschaft und keine Schenkungssteuer bezahlt. Ich habe folgenden Fall dabei. Wir haben hier eine erfolgreiche Unternehmerin, die hat Geld gespart, 20 Millionen Euro und eine super schöne Villa, wo sie privat mit ihrem Ehemann drin wohnt, 10 Millionen Euro. In der Summe haben wir 30 Millionen Euro und sie hat natürlich jetzt ein Erbschaftssteuerproblem, weil sie kann jetzt auf ihren Sohn alle 10 Jahre 400.000 übertragen, sie kann auf ihre Tochter 400.000 übertragen und sie kann auf ihren Sohn, anderen Sohn, wir haben drei Kinder, 400.000 übertragen. Sie kann auch auf ihrem Ehemann 500.000 übertragen. In der Summe sind wir dann bei 1,7 Millionen Euro, die ich alle 10 Jahre übertragen kann. Und das kann man sehen bei 30 Millionen, das wird nicht reichen. Wie kann ich das nun optimieren? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier gerade mit den Freibeträgen zu spielen, weil ich denke, gerade wenn die Kinder noch relativ jung sind, ist es so ein erster Vermögensaufbau, ich sag mal dazu eine Anschubfinanzierung fürs Vermögen der Kinder. Und wie gesagt, das ist es in der Praxis immer wieder sehr häufig, dass man auch mit den Freibeträgen gut arbeiten kann. Also das heißt, hier im vorliegenden Fall würde ich auf jeden Fall dazu raten, dass man Gestaltungen aufsetzt, wo nicht nur die Ehefrau als Verdienerin, als diejenige, die das Vermögen aufgebaut hat in den letzten Jahren, übertragen kann, sondern auch der Ehemann. Wie kriegt man das relativ gut hin, ohne dass man Schenkungssteuer zahlt? Weil die erste Variante, das sprich die Schenkungssteuer zu zahlen, wäre ja, sie überträgt nicht 500.000 auf den Ehemann, sondern sie überträgt 1,2 Millionen. Dann wären die 700.000 halt mit entsprechend 19% zu versteuern. Kann man machen, aber muss man nicht machen. Ist ärgerlich. Ja, wie gesagt, dumme Steuer. Ja. Kann man auch anders machen. Ich würde jetzt mal was Simples vorschlagen, Herr Professor Jun, was ich glaube, dass hier gut passen könnte. Sie hatten ja gesagt, die Dame besitzt eine Villa in München, wert 10 Millionen. Und die Villa kann man jetzt hier, wie gesagt, auch für die Gestaltung nutzen. Folgender Fall. Sie überträgt die Villa als Schenkung an ihren Ehemann. Das ist das Familienheim, dort leben alle und das ist schenkungssteuerfrei. Das ist eine Besonderheit im Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht, dass man auf den Ehemann oder auf die Ehefrau das Haus, wo man in der Familie drin wohnt, komplett steuerfrei übertragen kann. Wenn ich es vererbe oder auf die Kinder übertrage, dann habe ich da Fristen von 10 Jahren, Begrenzung mit 200 Quadratmetern. Das ist sehr ungünstig, aber schenken auf den Ehepartner, das ist ein bisschen auch noch eine Lücke. Das kann man sehr gut nutzen, genau. Ohne 10-Jahres-Frist, ohne Quadratmeterbegrenzung, ohne Wertbegrenzung. Alles, ist, ob das Haus eine Million wert hat oder 100 Millionen, ist egal. Es muss nur das Familienheim sein und von der Familie auch genutzt werden. Ja. Dann ist alles gut. Dann kann sie die Villa übertragen. Jetzt in dem Fall von 10 Millionen auf den Mann, ohne dass Schenkungssteuer anfällt. Okay, verstanden. Dann würde sie die Immobilie dem Ehemann schenken. Richtig. Ohne Schenkungssteuer an dieser Stelle, wegen der Befreiung. Und vor allem auch ganz wichtig, Sie hatten es ja eingangs gesagt, das ist eine relativ einfache Gestaltung. Ja. Warum ist die einfach? Schenkungsvertrag, man geht zum Notar, da wird im Grundbuch letztendlich die Eigentumsverhältnisse umgeschrieben. That's it. Easy. Easy peasy, genau. Okay, keine Grunderwerbsteuer, weil ist ja mein Ehemann. Das kommt dazu. Grunderwerbsteuerfrei, nur Notar und Grundbuch. Genau, ertragsteuerlich passiert auch nichts, alles gut. Ja. So. Jetzt hat natürlich der Ehemann 10 Millionen Vermögen, er hat aber immer noch kein Cash, das er übertragen kann. Wie macht er das jetzt? Nach einer gewissen Zeit hätte ich gesagt, dann sagt er, liebe Ehefrau, du hast doch noch so einen Sack Geld von 20 Millionen. Ja. Ich brauche das Familienheim doch nicht wirklich als Eigentümer. Ja. Ich verkaufe das jetzt wieder an dich zurück. Und du gibst mir dafür 10 Millionen. Das heißt, der Mann, der eben die Immobilie geschenkt bekommen hat, schenkungssteuerfrei, verkauft jetzt die Immobilie für 10 Millionen zurück an die Ehefrau. Richtig. Er kriegt dann 10 Millionen auf sein Bankkonto und letztendlich durch den Kaufvertrag wird sie wieder Eigentümerin der Immobilie.
auch wieder nur Transaktionskosten, ja. Keine Schenkungssteuer, keine Ertragssteuer, keine Grunderwerbsteuer. Wahnsinn. Alles gut. Wahnsinn. Also ich darf mal kurz das ergänzen. Ne? Dann haben wir ja vorübergehend die Immobilie und danach verkaufe ich die Immobilie rüber. Sie zahlt von ihren 10 Millionen die 10 Millionen nach hier. Und effektiv hat die eigentlich 10 Millionen übertragen und die Immobilie behalten, aber nur über Erstschenkung und dann über den Verkauf. Genau. Und jetzt kann natürlich ohne große Probleme der Vater die 1,2 Millionen nutzen. Jetzt kann er auch nochmal pro Kind 400.000 mal drei Kinder 1,2 Millionen Euro übertragen. Genau. Und was das Tolle daran ist, ja? Das funktioniert in jedem Güterstand. Ob Sie in der Zugewinngemeinschaft leben oder in der Gütertrennung, das ist vollkommen egal. Ja? Sie hatten ja nochmal ein separates Video gemacht mit der Güterstandschaukel. Das funktioniert ja nur, wenn ich im Güterstand der Zugewinngemeinschaft bin. Wenn die beiden jetzt, weil sie vielleicht eher skeptisch gewesen ist am Anfang im Güterstand der Gütertrennung ist, dann funktioniert das grundsätzlich nicht. Das heißt, in dem Fall relativ einfaches, simples Vehikel, um Vermögen zu übertragen. Also egal ob Gütertrennung, Gütergemeinschaft oder Zugewinn, für alle drei Kategorien des Ehevertrages funktioniert das. Genau. Spannend. Und jetzt können wir noch eine Sache ergänzen. Dann habe ich jetzt immer noch 10 Millionen und 10 Millionen, kann jetzt alle in 10 Jahre 1,2 Millionen schenken. Und wir haben bereits ein Video dazu gemacht, wo ich das Geld investiere in eine Immobilien GmbH und Co. KG, die ein Grundstück kaufen, das bebaut. Und das kann dann auch 20 Millionen wert haben. Und das kann ich auch noch komplett erbschaftssteuerfrei übertragen. Das Video, was wir bereits gemacht haben, das verlinke ich Ihnen einmal hier oben. Dr. Stefan Königer, vielen lieben Dank, dass Sie mich hier in Köln besucht haben. Vielen Dank für den guten Input.